darfst du wieder eindrehen. Und da stehen ausnahmsweise keine Bäume mehr an den Flughäfen gerade auf. Das ist auch nur bei manchen afrikanischen Flughäfen, die scheiße animiert sind. Naja. So, jetzt guck ich den Thomas mal zu. Da steht eine Transall rum und rollt rückwärts. Eine 737-300 von Lufthansa ohne Textur. Fährt auf einem Flughafen ohne Textur. Au, jetzt hat sie Textur vom Flugzeug geladen, aber nicht vom Flughafen. Also Bodentextur. So, A321 Thomas. Thomas landet und da fehlt die Textur am Boden. Du landest gerade in Matsch. Ah, doch, da ist eine Landebahn. Und komm. Touchdown, Touchdown. Und der schwarze Rauch, der da gerade hinten rausgezogen ist. Boah, und das Fahrwerk, das ist total im Arsch. So soll es im Arsch sein. So eine arschgeile Warnung. Ja, eine arschgeile Warnung. Es war eine Landung für die, die in der Badewanne sitzen wollen. Mhm, genau. Soll ich meinen USB-Ventilator mit auf Reise nehmen? Klar. Na, Tupai. Okay, Fahrwerk ausfahren. Klappen auf 2. Korrigieren Sie den Schub und halten Sie 160 Knoten. 160 Knoten, ja. Dann machen wir das nochmal. Bim. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Gut, Frage. Egal. Psst, mach hin. So, jetzt schau ich mal den A380 an, der ist bestimmt scheiße animiert. Die Flugzeuge, da sind alle scheiße animiert. Da haben die sich wirklich Mühe gegeben. Ja, wahrscheinlich. Wohl. Airbus 395, Landebahn 3, Landeerlaubnis erteilt. Muss ich eigentlich manuell nach links drehen oder sagt er mir, dass Airbus ich Kurs 395. Das sagte der immer. Fliegen Sie jetzt eine Linkskurve auf Steuerkurs 030 mit 30 Grad Querneigung. Stellen Sie die Klappen auf 3 und verringern Sie die Geschwindigkeit auf 140 Knoten. Beginnen Sie jetzt mit einem langsamen Sinkflug, 500 Fuß pro Minute. Diesmal bleiben wir im Sinkflug und landen. Richten Sie den Kurs an der Landebahn aus und halten Sie 140 Knoten. Gehen wir die Checkliste vor der Landung durch. Fahrwerk? Ausgefahren. Klappen? Klappen auf 3. Ja, du kannst auch die Klappe. Checkliste vor der Landung abgeschlossen. Fein. Wo ist denn der Flughafen? Ah. Da herüben. Weil ich habe ja hier so eine Art GPS. Sind ja. Thema. Ja, drück, 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 dreh ein. Ja, kann er selber kontrollieren. Wow. Ich sag dir, diese Reaktion ist ja schon ein bisschen abnormal, aber dann mit 5 Bildern, 6 Bildern. Das ist eine Dia-Show, die ich gerade habe. Die 787 sieht so scheiße aus. Das habe ich beim Starten schon gesehen. Der A380. Ach, hauen wir das auch mal raus. 1000. Ja, ja, komm. Das passt. Wo bin ich denn überhaupt? Hört ihr die Lichter gar nicht an? Naja. Ich oder? Ich hab die Lichter leer an. Ich war gerade auf 9-11 Fuß.
Das Team ist so scheiße. Das ist echt hart. Ja, ich hab's gesehen. 500. Also machen wir wieder alles off. Kam bei dir schon die Meldung, Mission abgeschlossen? Ja, ja. Oh, 120 Minuten. Ey, jetzt gibt er wieder Saat nochmal Gas. 300. Ja, 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 passt schon. Ich hasse es, hier mit 6 Minuten zu fliegen. Hätte ich jetzt noch da Paris, ist in der Regel steht ein Traffic voll aufgedreht. Komm, jetzt reagier. Also 117 Knoten. 200. Ich sollte die Fliegeranzeige ausblenden. Wow. Komm jetzt. Hey. Na toll. Nein! Fuck! Sink break. Wow, das war jetzt aber verdammt knapp. Okay. Wow. Ey, ich hab 5 Bilder. 4. Wow. Jetzt kann man aber noch aufsetzen. Ja, zwar. Wow, das war aber verdammt knapp. Alter, das ist ja abnormal, wie das leckt. Oh, die ganzen Flugzeuge sind hier. 5,2 Flieger. Schwenken Sie rechts auf den nächsten Rollweg ein. Rufen Sie die Bodenkontrolle auf 121,9. Sorry, jetzt hab ich 7. Wir kontaktieren die Bodenkontrolle. 395. Bodenkontrolle, Airbus 395. Landebahn 3 verlassen. Airbus 395, rollen Sie zum Parkbereich auf dem Besichtigungsfeld des Unternehmens. Krass. 395 zum Parkbereich. Okay. Rollen Sie zurück zu unserer Parkposition neben dem A380. Sie haben sich ja bei dem Flugzeug einfach mal gar keine Mühe gegeben. Gut, das haben sie sich bei den anderen auch nicht, aber... also zumindest die, die man fliegen kann, die sehen noch ein bisschen besser aus. Naja, da hätten sie auch ein bisschen mehr Polygone benutzen können. Das ist alles so ein bisschen eckig. Mission Parking. Na, Chance, ich bekomme ab. Eieiei, wieso macht das Ding eigentlich so einen Krach? Wenn er da auf 10% Schub geht. Kommst du nicht? Na dann. Hast du schon geparkt? Ja. Es ist echt schön hier mit 5 Bildern, 6 Bildern rumzufahren. 6,1 Bilds. Also rolle ich hier ein bisschen zu weit links rum. Ja. Als besonderen Service für die mich fahrenden Passagiere. Aber jetzt mal eine Vollbremsung. Oh. War ich ein bisschen zu langsam für. Ah, da muss man lang. Ah, so, 4 war doch der Film, wo es die Geschichte erklärt, warum der anderen Menschen so spielt, oder? Weil denen nach Saw 3 nichts mehr eingefallen ist. Bremsen, oder abbiegen. Thomas, du stehst auf meiner Parkposition. Wow! Sollte mich nicht auf den Fernseher gucken. Ach komm, jetzt fahren wir hier wie so ein Idiot. Also, wie?
ganze Zeit schon. Gut. Schalten Sie die Maschine jetzt aus. Maschine Lichter aus, Treibstoffpumpe aus, Hauptschalter für Triebwerk aus und Bremsen angezogen. Schöner Flug. Zeit für ein paar Autogramme und fürs Mittagessen. Okay, dann wollen wir mal einen Einsatz.